Der Weg zu einem guten Fischgericht in der City West ist nicht weit. Nur ein paar Schritte vom Europa Center, der Gedächtniskirche und dem KDW, dann vom Town ziehen in die kleine Marburger Straße abbiegen und nach etwa 50 Metern auf der rechten Seite ist man da, im hübschen kleinen Restaurant La Sepia. Ein etwas grimmig dreinschauender Tintenfisch als Haustier gibt dem Gast schon mal eine Ahnung davon, was ihn hier kulinarisch erwartet, nämlich eine originale spanische und portugiesische Küche. Beim Reinkommen fällt eine kleine rustikale Bar ins Auge und ein großes zentrales Salzwasseraquarium. Darin tummeln sich Hummer, Langusten und Taschenkrebse in trauter Eintracht. Vermutlich unser Abendessen. Das La Sepia ist für die Freunde der guten Fischküche kein unbekanntes Restaurant, gibt es schließlich schon seit 1996. Doch seit einem knappen Jahr hat eine junge Gastronomin die Bewirtschaftung übernommen. Galina heißt sie und schickte sich bereitwillig an, dem Berichterstatter alles zu zeigen, auch das, was sie anders und besser machen will. Beeindruckend ist auf jeden Fall schon mal die große Glasvitrine vor der offenen Küche. Auf einem Eisbett liegen bunt gemischt nebeneinander diverse Edelfische, Krusten und Schalentiere. Die Ware wird täglich angeliefert und schnell verarbeitet. Top-Qualität und Frische sind also oberstes Gebot. Die Gastgeberin ist zudem eine gelernte Köchin, die schon große Küchen geleitet hat und dort für die Qualitätskontrolle zuständig war. Sie kennt sich aus in der Ernährungswissenschaft und weiß, wie gutes Essen schmecken muss. Nach ihren Vorgaben werden alle Speisen von drei erfahrenen Köchen zubereitet, deren Heimat natürlich Spanien und Portugal ist. Und noch eine erfreuliche Nachricht. An jeder Donnerstag steht ganz im Zeichen der Auster. Und den Austern-Service besorgt kein geringerer als Horst Reinwald, den Liebhabern dieser cholesterinreichen Meermollusken gut bekannt. Denn jahrelang war Horst der allseits beliebte Austern-Experte und Maître de Plaisir hinter der Austernbar des KDW. Nun also serviert er jeden Donnerstag im La Sepia verschiedene Austernsorten mit seinen ganz speziellen Soßen und Dips. Natürlich wünschte sich auch der Berichterstatter als Hors d'oeuvre ein halbes Dutzend davon, auch um die Wartezeit auf das gemeinsame Menü mit der charmanten Gastgeberin zu überbrücken. Und wie in alten Zeiten sind bei Horst ein halbes Dutzend Austern immer 7 Stück. Am liebsten Natur mit etwas Zitrone. Galina mochte allerdings das Faible für diese schlatzigen Schalentiere nicht teilen und bevorzugte einen Salat mit Meeresfrüchten, der so appetitlich daherkam, dass auch der Berichterstatter Begehrlichkeit zeigte. Denn so muss ein Meeresfrüchtesalat sein, bepackt mit zarten, teilweise warmen Calamares, Shrimps, Scampi, Meeresschnecken und verschiedenen Muscheln. Einfach klasse. Und klasse auch der Preis, nur 12,80 Euro. Alles das war schon mal ein sehr guter Anfang. Mit dem darauffolgenden Zwischengang sollte vornehmlich demonstriert werden, dass man hier, wie nun mal in einem guten spanischen Restaurant, auch leckere Tapas essen kann. Also auch für uns eine kleine Auswahl aus einem großen Sortiment zum Probieren. Am Nachbartisch wurde derweil eine Dorado Royal in der Salzkruste zunächst serviert, dann am Tisch flambiert und filetiert und überhaupt zelebriert. Eine delikate Spezialität des Hauses, die man sich hin und wieder mal leisten sollte, auch wenn sie mit salzigen 24 Euro zu Buche schlägt. Ist aber dafür auch wirklich was Besonderes. Der andere Herr begnügte sich mit einer typischen La Sepia Fischpfanne mit verschiedenen Fischsorten in einer sahnigen Tomatensoße für faire 17,60 Euro. Das Urteil der beiden Genussmenschen über das Restaurant und die Qualität der Speisen fiel dann auch einstimmig aus. Ich esse sehr gerne mittags hier, Mittagstisch. Und abends habe ich heute einen wunderbaren Fisch gegessen mit Salzkruste. Das ist wirklich einmalig hier. Ich komme sehr oft hin und es gefällt mir sehr gut. Ich kann mich nur dem Vorredner anschließen. Vor allem hier die Tomaten-Sahnesoße ist ein Hit. Ich habe die spanische Fischpfanne gegessen. Und muss sagen, nach dem Pachtwechsel neuer Besitzer, es ist, würde ich persönlich für mich sagen, es ist noch besser geworden. Die Qualität stimmt, freundliches Personal und vor allem man merkt die Frische der frischen Fische, der Qualität einfach. Diese freundlichen Worte waren natürlich Musik in den Ohren der Chefin und weckten beim Berichterstatter die Vorfreude auf seine Hauptspeise.
Und es war eine sehr gute und großzügig portionierte Paella mit Meeresfrüchten für sehr gute 16,90 Euro. Die dafür übliche Zubereitungszeit von 30 Minuten fällt nicht weiter ins Gewicht, wenn man davor in Ruhe eine schöne Vorspeise gegessen oder ein, zwei Gläser vom guten Vinho Verde getrunken hat. Für die Gastgeberin gab es eine andere Hausdelikatesse, La Vagante a Casa. Das ist ein halber Hummer mit Scampi und Seeteufel in einer würzigen Tomatencremesoße, serviert in einer heißen Pfanne zum heißen Preis von 24,50. Ist ja auch eine große Hummerhälfte und natürlich Salzwasserbecken frisch. Trotz der üppigen Paella-Pfanne wünschte sich der maßlose Berufsesser dann auch noch so ein schönes Hummergericht und dieser Wunsch wurde umgehend in die Tat umgesetzt mit dem Fang eines Prachtexemplars aus dem Aquarium. Derweil hatten die Kameramänner Zeit für den Verzehr ihrer Wunschgerichte und es waren eine traditionelle portugiesische Cataplana mit Pulpo, zubereitet und serviert in einer klassischen Kupferpfanne, des Weiteren ein ganzer gebratener Babysteinbutt, sowie eine Kombination von Seeteufel und Maruca. Das ist ein feiner, dorschähnlicher Fisch mit einer köstlichen Paprikasauce. Und schließlich noch eine schöne Portion zarter Lammkoteletts für alle, die Fleisch lieber mögen als Fisch. Großes Lob für die leckeren Speisen und schließlich noch ein ehrliches Kompliment für die bezaubernde Gastgeberin. Herr Richter sprach aus, was alle dachten. Eine sehr charmante Gastgeberin, kann man nicht anders sagen. Der Charme, das Lächeln. Nein, man merkt auch halt, wie wir Rheinländer sagen, sie geht nicht zum Lachen in den Keller, sondern sie lacht auch die Gäste an. Das finde ich auch wichtig zur Qualität des Essens. Zum guten Schluss konnte der Berichterstatter dann noch rechtzeitig intervenieren bzw. seine Hummerspeise stornieren und sicherte damit dem tumben Tier das Überleben. Zumindest für die nächsten 24 Stunden. Unser Fazit, von Cataplana bis Paella, von Auster bis Languste, wunderbare Fischgerichte von der Iberischen Halbinsel, alles liebevoll zubereitet mit spanisch-portugiesischer Lebensfreude, die man spüren und schmecken kann. Im La Sepia, in der Marburger Straße, am Europacenter.